Die AfD, Abkürzung für ausländerfeindliches Deutschland, eine Fake-Partei, gegründet von dem Autorenteam Stefan Raab und Jan Böhmermann, ist Teil einer genialen Marketingstrategie. Gemeinsam mit der Filmproduktionsfirma Frauenfilmen Frauen soll endlich ein Zeichen gesetzt werden gegen die Amerikanisierung deutscher Filmleitkultur. 13% der deutschen Bevölkerung spielen bereits mit und versprechen schon jetzt einen Serienerfolg, den es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Eine freie, aus Brasilien stammende Reporterin des deutschen Staatsfernsehens, die über die Kampagne berichten soll, stößt dabei an ihre psychischen und physischen Grenzen, zumal ein deutscher Regisseur, Helmut Dietl, verstorben 2015, mit der Regiearbeit beauftragt wurde. Der renommierte Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Dr. Jürgen Körner, soll helfen und der betreut noch andere Patienten aus dem Showbiz. Ai, doutor, olha, não dá mais pra mim, eu não consigo mais, não quero mais, já chega, pra mim já chega. So, die Leute hier sind einfach total verrückt und ich werde auch von meinen Arbeitskollegen gemobbt. Also das geht nicht mehr, ich kann es nicht mehr, nein. Sagen Sie, woran merken Sie das? Also sie tuscheln einfach hinter meiner Schulter, dass ich den Job bekommen habe, nur wegen dieser Onkelwirtschaft, oder wie heißt es in Bayern? Was fällt Ihnen denn zur Vetternwirtschaft ein? Ja, mein Mann arbeitet hier für die Personalabteilung in einem Sender, aber also alle oder die meisten haben schon den Job bekommen wegen Mutter oder wegen Onkel oder Vater oder sowas. Oder haben sie einfach nach oben geschlafen oder geschleimt oder sind sie hier über die Partei oder sowas? Es ist immer so, es passiert immer so. Und was stört Sie daran? Dem Sender geht es nur um Bespaßung und Quoten und Narzissmus und nicht um Leistung. Also mein Chef hat mir einen Auftrag gegeben, also so eine Story zu machen über zwei Komiker und eine Filmproduktion, die extra eine Partei gegründet haben, AfD, Ausländerfeinde Deutschlands oder sowas. Also nur um Publicity für eine Serie zu bekommen. Und die Leute, die wählen einfach gar keine Politiker dann. Also die wählen einfach gecastete Schauspieler, die sogar jetzt im Bundestag sitzen. Und das Schlimmste dran ist, dass sie wissen das. Also sie wissen es einfach und wählen sie trotzdem. Also das ist einfach völlig absurd. Das ist muito louco, mehr muito louco isso, muito louco. Ich weiß nicht, also an wem soll ich mehr glauben? Das finde ich absolut verständlich. Sie kommen ja aus Brasilien und da haben die Menschen ganz andere Mentalitäten. Trotzdem die Frage, waren Sie schon mal in einer ähnlichen Situation? Haben Sie schon mal nicht mehr gewusst, was Sie glauben sollen? Ja, ich glaube auch in Brasilien niemandem mehr. Ja, dann haben Sie ein Problem. Meinen Sie, dass ich deswegen nur so beschissene Aufträge bekomme? Alle Journalisten machen ja Interviews mit Höcke und von Storch und Gauland. Also, und ich bekomme nur so diese scheiß drittrangige Junior-Producerin oder sowas. Also, die behauptet, dass ein deutscher Regisseur in der Serie die Regie führen soll. Also der Dietl heißt der. Der ist schon lange tot. Kennen Sie den Typ? Jetzt wird es interessant. Ich weiß, wer Helmut Dietl ist. Kir Royal. Und ja, der ist schon tot. Das haben Sie richtig erkannt. Die Producerin, die telefoniert mit ihm sogar. So, impossible ist es. Muito louco ist es. Muito louco. Hier betreten wir den Bereich der Parapsychologie. Ist das alles also moralisch überhaupt, ich meine, vertretbar? Also, so viele Menschen, Millionen Menschen einfach so vorzutauschen.
Nur weil viele von ihnen Nazis sind, darf man doch nicht sie so verarschen. Und dann der Kontakt zu einem Toten. Meine Mutter hat mir schon gesagt, das darf man nicht. Also das steht schon in der Bibel, dass einem nur Dämonen antworten. Ja? Es geht um diese Negativkampagnen, um diese Hetzkampagnen gegen unsere Partei, gegen unsere Bewegung. Eine Hexenjagd gegen unsere AfD und vor allem gegen meine Person als Spitzenkandidatin. Dieser Sittenverfall der Medien ist unanständig. Aber ich weiß eben auch, warum sie es tun. Denn sie haben Angst. Es ist die blanke Angst vor einer Bewegung, deren Zeit endlich gekommen ist. So, unsere Zeit ist um. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Die Faschisten von gestern, Stimme. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, sind die Antifaschisten und Gutmenschen von heute.